Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Erzählt's Oliver Krischer. Ich bin hier bei Frau Professor Christa Reicher und sie ist Stadtplanerin. Ich hoffe, das ist so von der Berufsbezeichnung richtig. Und wir wollen heute über Klimaversorge in der Stadt reden. Also wir haben jetzt erlebt das katastrophale Hochwasser in unserer Region. Wir hatten 3 Hitzesommer. Was muss eigentlich in der Stadtplanung anders werden? Oder was ist schon gut? Vielleicht sind wir ja auch schon an einigen Stellen ganz gut aufgestellt. Und das ist natürlich ein spannendes Zukunftsthema, mit dem Sie sich, Frau Professor Reicher, beschäftigen. Mhm. Was machen Sie da? Also was tut eine Stadtplanerin, die über Klimavorsorge redet und nachdenkt? Ja, vielleicht schildere ich mal so ein bisschen, was alles so gerade auf meinem Tisch liegt, mit dem ich mich auseinandersetze. Das eine ist eine integrierte Raumstrategie für das Rheinische Revier. Das ist ein wirklich ambitioniertes Vorhaben, mit dem wir uns die nächsten Monate ganz intensiv auseinandersetzen. Und das Thema Raumstrategie, also eine Vorstellung von der räumlichen Zukunft, kann man natürlich nicht nur aus städtebaulich räumlicher Sicht betrachten, sondern muss man vor allen Dingen aus der Perspektive, was bedeutet das für Klimawandel und auch für die Klimawandelvorsorgestrategie betrachten. Deshalb plädieren wir dafür, das Thema Raumentwicklung explizit zu verschränken mit diesen ökologischen und klimatischen Fragen. Und ich glaube, dass jetzt die jüngsten Ereignisse im Juli eigentlich gezeigt haben, wie wichtig diese Form der Verschränkung ist. Also man kann nicht einfach nur hier im Sinne des Neubaus Quartiere neu denken oder im Sinne der Bestandsentwicklung etwas verdichten, sondern man muss sehr genau gucken, an welcher Stelle ist das ökologisch verträglich und sinnvoll und an welcher Stelle ist es eben auch einfach wichtig, dass man bestimmte Freiräume lässt. Also ich denke einfach, dass uns diese Flutkatastrophe nochmal so richtig aufgerüttelt hat und dass sie auch nochmal eine Aufforderung war, bestimmte Themen integrativ anzugehen. Also wir sagen zwar immer, so eine Raumstrategie ist ein integriertes Vorgehen und natürlich haben wir da die Mobilitätsexperten mit im Boot, diejenigen, die aus städtebaulicher Perspektive da drauf gucken, diejenigen, die aus der Freiraumperspektive da drauf gucken. Aber wir brauchen jetzt explizit nochmal die Expertise im Sinne von Klimatologen und denjenigen, die sich mit dem Klimawandel und den Folgen für die Stadt- und Regionalentwicklung auseinandersetzen. So, das habe ich jetzt so ein bisschen beschrieben auf der regionalen Ebene und das spielt natürlich eine ganz wichtige Frage in jeder Stadt. Weil in jeder Stadt geht es ja darum, an welcher Stelle kann ich denn nachverdichten? Weil nachverdichten wird ja immer auch als soziale Frage, Wohnraum schaffen. Also nachverdichten heißt, dass man Baulücken schließt, dass man Flächen, die in der Stadt bisher nicht genutzt werden oder zumindest nicht für Gebäude genutzt werden, dass man da welche hinstellt. Das ist mit Nachverdichtung gemeint. Genau, mit Nachverdichtung ist gemeint, es ist manchmal auch so ein Unwort, aber letzten Endes geht es darum, Flächen, Brachflächen, Baulücken zu nutzen für eine Weiterentwicklung der Stadt. Und da stellt sich natürlich die Frage, erstmal welche Nutzung ist die richtige, aber es stellt sich auch die Frage, an welcher Stelle kann ich denn und soll ich denn tatsächlich bauen? Also die eine Gruppe fordert den bezahlbaren Wohnraum und das bedeutet, dass man solche Flächen natürlich auch nutzen muss oder zumindest in den Blick nehmen muss. Und die anderen sagen, wir werden, und das ist auch richtig so, wir werden zunehmend an Überhitzung, an heißen Sommermonaten zu leiden haben in unseren Städten und wir müssen genau gucken, wie wir mit dem Thema der Überhitzung umgehen und deshalb eben keine weitere Nachverdichtung mehr. Und meine Position dazu ist, wir können schon an der einen oder anderen Stelle nachverdichten oder etwas bauen, aber wir müssen aber genau gucken, an welcher Stelle und was wir dort bauen und auch möglichst qualitätsvoll und bezahlbar.
Und wir müssen aber auch den Mut haben, an bestimmten Stellen zu sagen, hier bleibt einfach ein wertvoller Freiraum erhalten. Also wir müssen einfach, und das tun wir viel zu wenig, die soziale Frage mit der ökologischen Frage und ich würde auch sagen mit der ästhetischen Frage verbinden. Also das, was wir bauen, müssen wir an der richtigen Stelle bauen und mit einem höchsten Anspruch an Qualität. Mhm. Und dann sind wir schon einen wesentlichen Schritt weiter. Und jetzt bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese Debatte über den Wiederaufbau, Wiederaufbau ist vielleicht auch ein schwieriges Wort, aber dass die so geführt werden muss, dass wir nicht einfach etwas wiederherstellen, wie es war, sondern dass wir mit dieser ganzen Fachexpertise, die wir ja auch haben, dass wir damit unsere Städte und unsere Region neu aufbauen, aber unter anderen Gesichtspunkten. Also das heißt, wir müssen, so sagen Sie es, aus der Flutkatastrophe etwas lernen, nicht nur für die Orte, die jetzt betroffen sind, da natürlich, da stellt sich die Frage ganz konkret, aber auch für alle anderen, weil die es natürlich in Zukunft auch treffen kann, mit Hitze oder mit einer Flutkatastrophe. Das heißt, wir müssen mit großen Wassermengen, wir müssen mit Hitzeereignissen rechnen. Und das heißt dann, man kann nicht absolut dicht bauen. Wir wollen aber natürlich auch nicht ausufernd auf der grünen Wiese bauen, sondern man muss Abwägungsentscheidungen treffen. Wie organisiert man denn die Prozesse jetzt? Also dass das genau so passiert, dass es nicht wieder ist, derjenige, dem das Grundstück gehört, der sorgt dafür, dass da gebaut werden kann oder eben auch nicht, sondern dass genau diese Abwägung dann auch stattfindet und dass die Erkenntnisse aus der Flutkatastrophe dann auch tatsächlich jetzt in der Stadtplanung, auch in Aachen oder in Köln und nicht nur in Stolberg und Eschweiler, dass die dann da auch einfließen. Ja, es ist ja so, dass es nie so die eine Wahrheit und das eine Richtige und das andere Falsch gibt, sondern man muss sehr genau gucken in so einem Abwägungsprozess, was ist die qualitätsvollste Antwort. Und da ist es ganz wichtig, erstens, dass man interdisziplinär vorgeht, also das heißt auch Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, weil ich kann ja nur die richtige Entscheidung treffen, wenn mir der Klimatologe oder der Ökologe oder derjenige, der sich eben mit dem zukunftsorientierten Mobilitätsthema auseinandersetzt, auch die notwendige Expertise in diese Diskussion einspeist. Und was wir eben machen, das gilt für das Rheinische Revier, aber das gilt auch für andere Stadtentwicklungsprozesse, dass wir in Alternativen denken. Weil ich glaube, das Thema Alternativen aufzeigen, was wäre wenn, die machen es auch erst möglich, dass man sich für die bestmögliche Lösung entscheiden kann. Weil wir haben doch ganz oft eine Situation, da wird ein Konzept vorgeschlagen, wir haben keine Alternativen und dann wird das ein bisschen nachgebessert. Und das ist genau das, was, finde ich, falsch läuft in der Stadt und auch in der Regionalentwicklung, dass wir nicht hinreichend mit alternativen Konzepten operieren und dass wir dann eine Übereinkunft dieser bestmöglichen Ansätze herbeiführen. Das ist gar nicht aufwendiger. Also manche sagen, Alternativen entwickeln ist zu aufwendig. Kannst du das mal an einem Beispiel erläutern? Ich glaube, das also, ist spannend. Ja, zum Beispiel, jetzt haben wir 3 Teams an den Start gebracht, die sich mit bestimmten Teilräumen im Rheinischen Revier auseinandersetzen. Und da bin ich ziemlich sicher, dass da Vorschläge, die gar nicht kompatibel sind, auf dem Tisch liegen. Also der eine sagt, das sind bestimmte Freiflächen, die müssen wir quasi erhalten, weil sie aus ökologischer Sicht wichtig sind. Und die anderen werden sagen, aber an dieser Schiene, das ist ein Entwicklungskorridor und da brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Wohnen und Arbeiten. So, und jetzt kann man im Sinne einer Diskussion über diese konkurrierenden Vorschläge herausarbeiten mit den Experten, was ist die richtige Stelle, an der ich Raumentwicklung, auch Siedlung vornehme und was ist sozusagen auch ein Bereich, wo ich einfach Freiräume im Sinne von ja, neuen Qualitäten, ökologischen Qualitäten behalte und weiterentwickle. Mhm. Also das Stichwort ist für uns Flächenkonkurrenz. Ja? Also Konkurrenz um die richtige Nutzung an der richtigen Stelle, aber auch einfach um die Frage, nicht nur
ist es Wohnen oder ist es Arbeiten oder ist es Wohnen und Arbeiten und wie dicht ist das Ganze, sondern einfach auch um die Frage, was bleibt einfach mal frei, weil es ökologisch einen ganz hohen Wert hat und an welcher Stelle kann ich im Prinzip tatsächlich qualitätvoll bauen, ohne dass ich damit die Zukunftschancen von meiner Nachbarschaft einschränke. Mhm. Also es ist immer so eine Art Übereinkunft unterschiedlicher Interessen sowieso. Stadtplanung ist eben ein Interessensausgleich und auch ein Kampf um Durchsetzungsfähigkeit von Interessen. Aber es geht hier auch darum, die bestmöglichste und die nachhaltigste Lösung quasi zu suchen. Ich könnte natürlich auch sagen, jeder Freiraum ist wichtig und sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber dann lande ich auf der grünen Wiese, weil mein Platz braucht. Und dann lande ich auf der grünen Wiese und dehne sozusagen das Zubauen von bisher nicht bebautem Land aus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sozusagen auch sehr stark auf unsere Ressourcen gucken, die wir eben effektiv nutzen, aber auch mit dem Blick auf langfristige Entwicklungsperspektiven. Aber das heißt, wir müssen beispielsweise Gewässern auch in Städten wieder mehr Raum geben, sie öffnen, ihnen Platz schaffen und auf der anderen Seite dann auch gucken, dass das ein oder andere Gewerbegebiet in der Region, ob schon existent oder geplant, dass das vielleicht mehr verdichtet stattfindet, dass man auch vielleicht höher nach oben mehr Raum nutzt und nicht nur das eingeschossige Logistikzentrum, um es mal sehr plastisch zu formulieren. Also, dass wir für Umwelt und Natur mehr Raum brauchen und umgekehrt den Platz, den wir in Anspruch nehmen müssen, dass wir den effizienter nutzen. Also schon sehr richtig und gut interpretiert. Also ich sage, auf der einen Seite jeder Baum in der Stadt, jeder Grünraum und auch jede Wasserfläche ist wichtig. Ich meine, das wissen wir ja schon aus unserem Biologieunterricht. Wir müssen uns nur mal mit dem Thema Photosynthese auseinandersetzen. Ja? Also das Binden von CO2, das Verdunsten, was eben dazu beiträgt, dass sich die Luft kühlt. Ja? Und das ist ganz wichtig für uns in diesen Überhitzungserscheinungen, die wir zukünftig auch im Sommer haben werden. So, also das ist wichtig und das gilt in der Stadt auch nicht nur für die Flächen, die wir schon versiegelt haben. Wir sind ja in der Stadtplanung und mit unseren Städten quasi die Verursacher und natürlich jetzt auch die Leidtragenden von dem ganzen Klimawandel. Das gilt auch für die Dachflächen, also wir müssen in Gänze gucken, an welchen Stellen können wir grün nachbessern. So, und auf der anderen Seite müssen wir ganz genau gucken, wo wollen wir etwas bauen, weil auch darum werden wir, ob es um die Stadt Aachen und um andere Städte geht oder auch um die Region, die uns umgibt, darauf müssen wir achten, dass wir an den richtigen Stellen in einer richtigen Form der Dichte bauen. Und ich nutze gerne dieses Wort mehrfache Innenentwicklung. Das bedeutet, natürlich kann ich eine Brachfläche, eine Freifläche bebauen, aber ich muss genauso gucken, dass ich neben diesem Bauen, was ich eben dort realisieren will, gucke, dass es eine qualitätvolle Freifläche gibt für das, was ich dort baue, dass das Ganze gut und sinnvoll angebunden ist im Sinne des öffentlichen Personennahverkehrs, weil sonst bin ich ja direkt bei der Frage, wie viel Parkplatzfläche, wie viel Verkehr zieht das Ganze an und bin wieder bei dem Thema der Emissionen. Und Flächenbenutzung, weil Autos brauchen ja alle Platz. Also wenn der öffentliche Verkehr gar nicht da ist, dann ist das Auto automatisch da und dann haben Sie da auch schon wieder... Dann verschärft sich das Thema automatisch. Und ich würde auch sagen, dieses Thema der mehrfachen Innenentwicklung, das geht so weit, dass ich dann im nächsten Schritt auch darüber nachdenken muss, dass das, was ich baue, eben entsprechende energetische Standards hat. Also das Thema des Gebäudes ist da genauso relevant wie auch das Thema der qualitätsvollen Architektur. Also diesen integrierten Blick, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert an, aber dazu gibt es ja das Know-how. Man muss manchmal nur die Prozesse
so organisieren, dass am Schluss auch tatsächlich eine überzeugende Lösung rauskommt. Also wir müssen aus den unterschiedlichen Disziplinen von Gebäudetechnik, Architekten, Stadtplanern, Gewässerbauern, Mobilitätsexperten und man könnte die Liste jetzt wahrscheinlich noch verlängern, die muss man zusammenbringen, damit die tatsächlich unter den Bedingungen eines sich verändernden Klimas, dass die eine möglichst optimale Lösung finden, die dann auch noch bezahlbar ist. Das klingt so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, aber es ist natürlich die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Und dann gibt es natürlich noch die Politik. Die entscheidet nämlich. Und die muss natürlich sich auch bewusst sein, dass diese Expertise zusammengebracht wird und zusammengebracht werden muss und muss dann auch vor dem Hintergrund dieses Expertenwissens die überzeugendste Entscheidung treffen und fällen. Also Politik ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Schlüsselschraube, Stellschraube in diesem ganzen System, neben dem Zusammenbringen, wie Sie es gesagt haben, der unterschiedlichen Disziplinen. Okay. Und man muss immer so ein bisschen auch gerade bei der Stadtplanung und bei der Stadtentwicklung auf die langfristigen Wellen gucken und nicht zu kurzfristige Entscheidungen treffen. Denn wenn wir heute an der falschen Stelle die falsche Entscheidung treffen, dann wird das nicht uns betreffen, sondern die nachfolgenden Generationen. Und das ist mir ganz wichtig, diesen langen Atem und auch diesen Blick auf die nächste und übernächste Generation zu haben. Weil wir planen heute nicht für uns, nur in ganz wenigen Fällen für uns selbst, sondern für unsere nächsten Generationen. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Weitsicht. Die Expertise ist schon da, sie muss zusammengebracht werden und sie muss auch entsprechend Berücksichtigung finden in der Politik. Ja, das perfekter hätte ich es nicht sagen können. Eine wunderbare Aussage. Dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, auf allen Ebenen, auf der Bundesebene, auf der Landesebene, natürlich auch auf der Kommunalebene, dass das am Ende funktioniert, dass wir Klimavorsorge betreiben können, dass wir Städte haben, die auf Extremwetter eingestellt sind, die aber lebenswert sind und vor allen Dingen, die selber auch klimaneutral sind, um die Klimakrise nicht zu verschärfen. Und Sie haben das jetzt wunderbar zusammengefasst, wie am Ende das ineinandergreifen muss. Das kann aber nur funktionieren, wenn Politik den richtigen Rahmen schafft. Ne? Und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Nicht nur, vor allen Dingen nicht für uns, das finde ich auch, sondern ganz zuvorderst für unsere Kinder und kommende Generationen. Herzlichen Dank, Frau Professor Reicher, für das Gespräch. Gerne. Fand das sehr interessant, über Klimavorsorge in unseren Städten zu sprechen und was da zu tun ist. Danke.